Hi ihr Lieben und herzlich willkommen zurück. Ich muss noch ein Stück nach hinten. Ich habe heute meine Pinkbox bekommen und ich dachte mir, wir packen die zusammen aus. Die kommt immer so. Ich habe schon ganz kurz gespickelt, denn es ist auch was außerhalb der Box und zwar nicht nur das Magazin. Und zwar haben wir den Rasierer von Intuition oder Intuition, je nachdem wie man es aussprechen möchte. Der ist hier nebendran mit drin gewesen. Dann natürlich die Box und mir fällt was runter. Das waren meine Müsli-Gutscheine, den brauche ich sowieso nicht. Dann ist hier noch ein Magazinchen drinnen. Und natürlich wie immer eine Zeitschrift. Diesmal ist die Couch dabei. Die Couch darf auch gleich auf die Couch. Die ist nämlich direkt hinter euch. Da ist der Karton erstmal leer. Und dann kommen wir zum Wichtigsten, zu der Box. Sieht ganz normal aus diesmal. Letzten Monat war sie in einem ganz tollen Design, in so einem Weltraumdesign. So, wir haben wieder hier das Schleifchen und das Seidenpapier. Das ist eigentlich immer pink, das Schleifchen, und das Seidenpapier ist eigentlich immer schwarz bei der Pinkbox, im Normalfall. Dann machen wir ganz vorsichtig mal hier den Kleber weg. Okay. Hat sich schon erledigt, hab's schon kaputt gemacht. Aber ich hebe das ja immer gerne auf. Dann ist jetzt hier das Magazin drin. Diesmal ist es Boho Beauty. Und dann schauen wir mal, was da so Boho-mäßiges drin ist. Das erste haben wir von New ein Shampoo. Cookie Shampoo. Ich hatte mal eins von New, das Icy Berries, glaube ich. Und das war richtig toll. Oh ja, und das riecht wahnsinnig nach Cookies. Also das riecht richtig gut. Surprise with New Cookie Shampoo. For the sweetest cookie in the jar. Also total cool. Das heißt, meine Haare riechen dann nach Cookies. Als nächstes haben wir von Paese. Was ist das? Oh, Pigmente. So Glitzerpigmente. Ach, habe ich euch das Shampoo in die Kamera gehalten? So sieht es aus. Ich finde die Öffnung so toll. In dem Fall werden das Pigmente ja entweder zum Highlighten oder für die Schatten sein. Die sind nämlich lose da drin. Das sieht man jetzt bloß ein wenig schlecht. Dann habe ich... Oh, wie cool! Drei Haarspangen von Invisibobble drin. Die sind genau perfekt für mich. Das sind die perfekten Teile für mich, weil ich mache ja normalerweise mein Pony mit einer Spange nach hinten. Und ja, super. So schauen die aus. Die haben hier hinten, sind sie einmal umgeschlungen. Und dann... Ah, jetzt werden wir wieder heller. Und dann sieht das Ganze so aus. Ah, sehr cool. Ich wusste gar nicht, dass es das auch gibt von Invisibobble. Das ist natürlich für mich perfekt. Ach, und ich wieder. Moment. Was ist da noch drinnen? Ein Produkt ist noch drinnen. Ja, der Rasierer war nicht drin, der hat nicht reingepasst. Was ist das? Einen Lipbalm von Tease Trendy Cosmetics. Silikon- und parabenfrei. Sieht da süß aus, die Verpackung. Den machen wir uns gleich mal auf. Die Box kann ja jetzt weg. Wo ist da der Anfang? Da. Ist so. Ja. Aber es sollte alles mit abgehen. Jetzt hat. So geht das ab. Heute ist Valentinstag, alles klar. So sieht es aus. Das ist ja cool. Und? Wie geht's auf? Ah! So geht es auf. Und es hat so ganz hübsche rosane Farbe. Das sieht sogar schön aus wie ein Blush, so ein bisschen. Mit Minispiegel. Sehr cool. Gefällt mir wirklich sehr. Hier schaut's aus. So. Das waren die Produkte, also die Spängelchen von Invisibobble.
Die tun wir jetzt mal wieder dabei in die Verpackung rein. Der Lip Balm, die Verpackung können wir weg, die brauchen wir ja jetzt nicht mehr. Dann hatten wir die Pigmente, den Rasierer, ich finde die Farbe auch echt cool. Und dieses tolle Shampoo, ich bin so begeistert, weil ich wollte mir schon, falsche Seite, ich wollte es mir nämlich schon demnächst mal nachkaufen wieder von der Marke, weil ich war von dem letzten Shampoo wirklich sehr begeistert. So, dann schauen wir mal nach den Preisen. Der Rasierer, der kostet 8 Euro. Dann, ja, Pigment Eyeshadow. Aber ich denke mal, das könnte man auch so ein bisschen als Highlight nutzen. €16. Der Lip Balm, €15. 31, sind wir schon bei €39. Die Invisibobbles, oh, die hätte es auch in schwarz gegeben. Das wäre natürlich auch toll gewesen, weil schwarze Haare, braune, aber egal. Die kosten 4 Euro, also 3,95. Dann wären wir bei 43 Euro. Das New Shampoo kostet 3,95, also 4 Euro. Wären wir bei 47 Euro. Und das war's auch schon. Wow. Hier wird nochmal für die Adventskalender beworben. Den für die Damen habe ich mir auch bestellt. Den für Herren, der rentiert sich nicht, weil mein Freund wird das eh alles nicht nutzen. Den für die Damen habe ich bestellt. Ich werde den aber nicht auspacken, sondern ich werde den für mich auch wirklich nutzen. Ich weiß zwar schon, was drin ist, habe aber schon wieder über die Hälfte vergessen. Weil ausnahmsweise den habe ich mir angesehen und habe dann gesagt, den kaufe ich mir, weil den teile ich mir mit meinem Freund zusammen, weil da sind auch Sachen dabei, die was Tolles für ihn sind. Und ja, der wird gegen Ende Oktober wird der kommen. Ich hoffe, dann kommt auch endlich mein Glossybox Adventskalender. Und dann würde ich sagen, wir haben es für heute wieder geschafft. Tolle Box, hat mich mega gefreut. Schaut auch vorbei, ich habe auch ein Video vom Glossybox Unboxing gemacht und demnächst kommt noch eins von der Young Beauty, die ich mir auch bestellt habe. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch viel Spaß beim Planen, beim Lettern und beim Pflegen. Habt noch einen schönen Tag, bleibt mir gesund und bis bald. Ciao!